Ich glaube, die kann so eine Tür oder irgendwie. Hallöchen! Hi. Hallo! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Lulu und Leo. Ganz genau. So, und heute gibt es wieder ein neues Video. Und zwar haben uns ganz, ganz viele von euch geschrieben, wir sollen doch mal mit Leon und Lulu zusammen in einen Spielzeugladen gehen. Die beiden waren ehrlich gesagt schon ewig nicht mehr in einem Spielzeugladen. Nee, ich glaube, das ist schon länger her, gefühlt auf jeden Fall. Ja, ich fand es eine gute Idee und das setzen wir jetzt heute mal um. Und zwar, was kaufen ein 13-Jähriger und eine noch 10-Jährige in einem Spielzeugladen? Bei uns in der Nähe ist nur Smith Toys, das heißt, wir werden in den Smith Toys fahren und ich bin wirklich sehr gespannt, ob die da überhaupt was finden. Also, wir fahren jetzt los und ihr seid ich dabei. Ich glaube nämlich nicht, weil da sind doch nur Kindersachen. Kein, nö, das ist unterschiedlich, aber wir werden sehen. Aber letztes Mal habe ich, da waren wir ja nur so, um ein Geschenk zu holen für Freunde. Und da war so ein richtig geiler Squishmallow. Ja. So geil. Wir werden es sehen und ihr werdet es auch sehen. Bin sehr gespannt. Ich auch. Ob da überhaupt was bei ist. Also viel Spaß. So, sind wir super da, ne? Guck mal. Leon, wir sind da. Ja. Möchtest du hier so einen Affen? Ich glaube, die kannst du an der Tür oder irgendwie. Guck mal. Ja, kannst hier umbinden. Ja. Eine Dartscheibe. Hier, das hat's da auch mal. Ja. Für dich wäre was? Das stimmt. Hier. Aber du hast ja so einen Sitz. Haben wir ja Glück gehabt. Oh, hier. Ein Studio Creator, das wäre ja was für die Linken, ne? Ach so. Ja, den haben wir auch im Garten. So war es auch nicht. Ja, bin sehr gespannt. Oh, das ist cool, ne? Ja, das stimmt natürlich. Mal, da gibt es aber einen. Oh. Ich ziehe so toll. Oh, das ist ja süß. Auch ein Bus da oben, guck mal. Aha. Okay, die Dinger sind das. Hier, was ist er für einer? Weiß ich nicht. Oh. Und ist das, soll das nicht ein Igel sein? Ja, das ist eine Eule. Ja. Eine Katze. Guck mal, da sind ja auch noch welche. Ein Elefant. Was ist das hier? Ich glaube ein Leopard. Ach, kann das auch mitnehmen? Wie ein Türstopper, ne? Was ist das? Ist das hier so ein Pilz? Ach, ja, von Pokémon. Das ist aber der Pilz. Ach, da ist er. Okay. Aber das zum Beispiel ist nichts mehr für mich. Nee, für Leon auch nicht, ne? Oder Leon? Ist hier was für dich bei? So ein Dino? Oder hier, guck mal da. Oh. Von den Avengers kriegst du so eine. Guck mal, vom Black Panther. Spider-Man? Mama Spider-Man? Spider-Man. Oh, hier, King Kong, Godzilla Kong, okay. Wie so eine Windfigur. Hä? Wie so eine Windfigur von Minecraft. Ja, die kann man sammeln. Guck mal hier, Loki ist auch nicht viel billiger. Ne, hier der Hulk. Oh. Sieht
alles so süß. Kann die Figur irgendwas? No. Für 30 Euro muss sie doch irgendwas können, oder? Ja. Kannst du was? Guck, das Lichtschwert kann man sich hier konfigurieren. Super. Guck, was können die? Guck, ein Schwein. Was können die? Nix. Die können die. Okay, das hier ist für ganz kleine. Guck mal, hier könnte ein Puzzle. Nee, kein Puzzle. Oh, hier. Aber da ist doch bestimmt was bei, oder Leon? Hä? Da mittlerweile alles gibt. Hä? Ja. Du liebes bisschen, auch hier. Okay. Oh. Ein Adidas-Schuh? Da, guck. Das ist ja witzig. Yo, guck mal, richtig in so einem Karton drin. Das ist schon cool, ne? Aber anziehen kann man den nicht. Nee, den kannst du. Kannst du nur hinstellen. Hier, diese Schleichfiguren, die habt ihr auch mal gesammelt. Ja, die waren aber schon immer teuer. Was ich so Kloppo, wo ist Kloppo? Kloppo ist nicht dabei. Schade. Nee. Oh, Leon, da bist du. Dieser kleine Gaul kostet 9 Euro. 9 Euro? Das bist du, Leon. Tja, das ist alles. Die Schleichsachen sind schon immer so teuer gewesen. Oder möchtest du eine Kuh? Nee. Keine Kuh? Kuh nicht. Und du? Möchtest du ein Pferd? Nein. Nein? Ich möchte ein Squishmallow. Aha. Das hab ich. Dass du dich da noch dran erinnerst. Hab ich. In der Kiste oben. Das hab ich auch. Guck hier. Ja, die hast du über Jahre. Oh, die hab ich. Über Jahre gesammelt. Ne? Die hab ich. Leon ist ein bisschen verloren. Hier findet nichts, ne? Ich hab schon was gefunden. Aber ich gucke jetzt erstmal, ob Leon was findet. Vielleicht finde ich ja auch noch was Cooleres, aber das Squishmallow ist geil. Oh, warte, Mama, hier, das wäre was für dich. Welche Idee? Wollen wir das Oma mitbringen? Die mag die doch. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, die Lego. Ist aus Lego. Das ist ja witzig. Oh, das, ich finde, das hat aber was. Aber gut. Guck mal, kannst du. Guck mal, Leon, da bin ich. Das wäre was. Das wäre was für Oma, ne? Ja, aber Oma macht auch nichts mehr mit Lego. Ja, guck mal. Ja, die sind schon. Da. Schon cool, ne? Auch hier, guck mal. Von Fast and Furious, Leon. Ja, so groß sind die jetzt auch nicht. Der hier ist. Der von Wolf Schubler. Das glaube ich auch. Aber auch sehr empfindlich, ne? Ja. So, Leon, dann such mal die Autos. Die waren doch immer da hinten, ne? Da passt ihr leider nicht mehr rein. Oh, Leon hat noch. Die alte Schwimmnudel. So, wo sind denn jetzt die Autos hier? Sind die nicht mehr hier? Doch, ich sehe da welche. Ja. Bieg doch mal ab. Vielleicht, hier sind doch welche. Ja, aber nicht mehr so viele wie vorher, oder? Nee, das würde ich sagen, ist nicht mehr so deins, oder? Das nicht. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo. Ach, guck mal, Leon, ich sehe da hinten welche. Auf der anderen Seite.
Ja. Ja, das ist das, was ich von Weitem gesehen habe. Das sind ferngesteuerte, ne? Oh ja, guck mal, der driftet. Drift Power Slide. Oh, ein Lambo. Aber Leon, der ist doch wirklich cool hier, guck mal. Ja, der ist cool. Der driftet. Leon. Der hat ein Auge auf was anderes. Der hat es nicht. Ach, der findet die Ferraris hier und den Lambo. Findest du den? Ja. Der ist auch schön. Cool. Auch nicht schlecht. Lolo hat schon gerollt, er rennt schon wieder hier mit diesem Elefanten rum. Und Leon hat tatsächlich was gefunden. Diesen hier rum. Eine Sache hat er gefunden, ja. Den LaFerrari. Tja. Ein Elefant soll es also sein. Ja, du kannst mir auch nochmal beraten und sagen, wie schön. Ja, dann gucken wir nochmal. Der ist auch gut. Aber ich habe mich ja in den hier verguckt. Weil der so schön bunt ist. Der auch. Ja. Dann hol dir mal runter. Wen hier? Den da? Und gucken wir doch mal an. Oh, guck mal, der ist doch süß. Okay. Oh. Können Sie den mal hier nach oben machen? Da sitzt er wieder. Gut. Das haben die beiden jetzt gefunden. Mehr haben wir nicht gefunden. Ja. Sonst sind wir immer, als wir kleiner waren, sind wir immer mit richtig vielen Sachen rausgekommen. Genau. Und jetzt haben wir... Wir wollten immer sowas haben. Ja. Dafür habt ihr jetzt... Das sind ja auch ganz coole Sachen, ne? Das hier zusammen. Ach so, ja genau. Leon hat sich nochmal ein neues UNO-Spiel mit einer Tragetasche. Finde ich auch gut. Das ist auch sinnvoll. Ne? Perfekt, jetzt geht's zur Kasse, ne? Ja. So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ja. Es ist sehr warm heute. Was die Kinder gekauft haben, das habt ihr ja gesehen. Es war... Das ist Bubble. Achso, sie hat ihn Bubble genannt. Das genau. Ist Bubble. Wir haben uns noch mal im Auto unterhalten. Ja, Leon sagt, klar, er hätte auch ein Puzzle nehmen können. Er hätte auch so ein Sico-Auto nehmen können. Aber er hat sich jetzt, wie gesagt, für den LaFerrari entschieden. Ja. Jeder hat ein Teil. Und für Lulu war sonst nicht wirklich was. Also... Die haben im Smith Toys ja auch diese ganzen Switch-Sachen und so, aber... Da gab es auch eine PS5, aber... Das war jetzt ein bisschen teuer, ja. Ne? Für mal gerade so. Hä? Oh, er ist müde. Nee. So, ich denke, Mittagsschläfchen muss jetzt gemacht werden. So, ich zeige das aber jetzt noch mal gerade einmal von nahen. Ich drehe noch einmal die Kamera. Und zwar sieht er so aus. Und das Coole ist, dass man den per USB-Kabel aufladen kann. Also man braucht nicht immer diese ganzen Batterien im Haus haben. Also der sieht wirklich, wirklich cool aus. Ach ja, und da sind ja noch die neuen UNO-Karten hier und die passende Tasche. Finde ich richtig gut, weil wir immer unsere alten Karten mit so einem Gummiband festgemacht haben und es fehlen leider auch schon ein paar. Deswegen musste jetzt ein neues her. Da ist Bubble. So, und da sitzt jetzt Bubble. Ja. Es gab noch eine Nummer größer von diesen. Heißen die eigentlich wirklich Squishies? Squishmallow. Squishmallow. Ja, aber sie hat sich jetzt für die... Für den Bubble. ...vorletzte Größe entschieden. Ich finde, das reicht auch, weil der soll ja mit ins Bett. Und sonst passt du nicht mehr rein, ne? Sehr schön weich. Leider könnt ihr es jetzt nicht fühlen, aber der ist wirklich super, super weich. Von hinten, zeichnen mal gerade von hinten. So sieht Bubble von hinten. Genau, sieht er so aus. Alles sehr gut. Ich finde das Muster auch wirklich cool. Hast du dir einen schönen Bubble ausgesucht? Ne? Bubble. So, also der Tag war erfolgreich und ihr habt tatsächlich ja, was gefunden im Smith Toys, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal, ne? Ja. Mal gucken, was wir dann wieder aushacken. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Bubble sagt auch Tschüss.